Es ist der 22. Juni 1941. Unter dem Decknamen Unternehmen Barbarossa überfällt NS-Deutschland die Sowjetunion, den früheren Alliierten im Krieg gegen Polen. Unter den ersten Gebieten, die von den Streitkräften der Nazis besetzt werden, ist Litauen, einer der drei baltischen Staaten, die Stalin im Sommer 1940 gewaltsam annektiert hatte. Zum Zeitpunkt der deutschen Invasion waren etwa 10% der 2,5 Millionen Einwohner Litauens jüdisch. Die Nazis, unterstützt von Kollaborateuren vor Ort, führen rasch ihren Plan zur Vernichtung der jüdischen Gemeinde aus. Sie entziehen den Juden grundlegende Menschenrechte, zwingen sie in Ghettos, wo sie unter schlimmer Überfüllung, schweren Nahrungsmittelmangel und Hunger litten. In den folgenden Wochen werden die Juden geschlagen und gefoltert. Die Nazis führen regelmäßig Massenhinrichtungen durch. Sie zwingen ihre Opfer, sich zu entkleiden, bevor sie sie erschießen und in Massengräbern verscharren. Als die Rote Armee Litauen befreit, ist mehr als 90% der jüdischen Bevölkerung ausgelöscht. Einer der grausamsten Verbrecher, die für diese Gräueltaten verantwortlich sind, ist Martin Weiß. Martin Weiß wurde am 21. Februar 1903 in Karlsruhe im damaligen Deutschen Reich geboren. Er wuchs als Sohn eines Klempnermeisters mit 7 Geschwistern auf, in einer Familie, in der handwerkliches Geschick geschätzt wurde. Er trat in die Fußstapfen seines Vaters und machte eine Lehre als Sanitär- und Heizungsinstallateur in dessen Betrieb. Zwischen 1923 und 1927 verbrachte er einige Zeit in Argentinien und Paraguay, wo er seinem Bruder in der Landwirtschaft half. Als er nach Karlsruhe zurückkehrte, schrieb sich Weiß in der Gewerbeschule ein und legte mit Bravour seine Meisterprüfung ab. Sein Vater verstarb 1928 und Weiß und sein Bruder übernahmen den Familienbetrieb, bis Martin ihn schließlich alleine führte. 1930 heiratete Weiß und aus der Ehe gingen 3 Kinder hervor. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler von Präsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. 1934 trat Weiß der SS bei und 3 Jahre später wurde er Mitglied der NSDAP. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939, als Deutschland Polen überfiel und wenige Tage später wurde Weiß in die Wehrmacht eingezogen. In der frühen Phase des Krieges kam es zu einem raschen deutschen Vormarsch in Europa, mit dem Fall Polens, der Schlacht um Frankreich und der Evakuierung der britischen Streitkräfte aus Dünkirchen 1940. Als Mitglied der Waffen-SS, dem militärischen Zweig der SS, nahm Weiß mit seiner Einheit am Frankreich-Feldzug teil und war dabei, als Deutschland Frankreich in nur 6 Wochen einnahm. Am Sonntag, den 22. Juni 1941, überfiel Nazi-Deutschland unter dem Decknamen Unternehmen Barbarossa die Sowjetunion. Einen Monat darauf kam Weiß in Vilnius, der Hauptstadt Litauens, an, einer Stadt, die wegen der lebendigen jüdischen Kultur und ihres religiösen Lebens auch als Jerusalem des Nordens bekannt war. Die Juden Litauens hatten eine reiche und ausgeprägte Kultur, die durch einen einzigartigen Dialekt des Jiddischen gekennzeichnet war. Litauische Juden prägten verschiedene jüdische Ideologien, darunter die jüdische Arbeiterbewegung, den Zionismus und das rationale religiöse Denken. Vor dem Zweiten Weltkrieg belief sich die jüdische Bevölkerung Litauens auf etwa 160.000 Menschen, was ungefähr 7% der Gesamtbevölkerung entsprach. Litauen war seit Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Jahr 1940 ein unabhängiges Land gewesen. Im März 1939 gab NS-Deutschland ein Ultimatum an Litauen aus, in dem sie den Abtritt des Memelgebiets, einer Region mit einer ethnisch deutschen Bevölkerungsmehrheit, forderten. Am 21. März stimmte die litauische Regierung den deutschen Bedingungen zu und am Tag darauf unterzeichneten die Außenminister Deutschlands und Litauens einen Vertrag. Dieser Vertrag gab Deutschland das Memelgebiet zurück und enthielt auch einen Nicht-Angriffspakt der beiden Länder. Im Juni 1940 besetzte die Sowjetunion Litauen und annektierte es im August desselben Jahres. 1941 war die jüdische Bevölkerung Litauens auf 250.000 oder 10% der Bevölkerung angewachsen, was auf den Strom Geflüchteter aus dem von Deutschland besetzten Polen zurückzuführen ist. Weiß erreichte Litauen als Mitglied des Einsatzkommandos 3, einer mobilen Tötungseinheit, die Massenhinrichtungen von Juden, politischen Gefangenen und anderen vom NS-Regime als ungewollt eingestuften Gruppen durchführten.
In den folgenden Wochen war er Teil einer Einheit, die an verschiedene Orte im Land geschickt wurde, um, laut eigener Aussage, Säuberungsaktionen im Hinterland der Frontlinien durchzuführen. Im Oktober 1941 wurde Weiß in das Büro des Kommandanten der Sicherheitspolizei und des Geheimdienstes in Vilnius versetzt. Einige Wochen später war er an der Operation Gelber Schein beteiligt, der ersten größeren Erschießungsaktion, in die er direkt eingebunden war, indem er Selektionen durchführte. Während dieser Aktion erhielten etwa 3000 Juden im Ghetto von Vilnius eine Arbeitserlaubnis. Etwa 3700 Menschen, darunter ältere, Kranke, Kinder und andere, die als arbeitsunfähig galten, waren dem Tod geweiht. Unter der Aufsicht von Weiß wurden diese Menschen zusammengetrieben und zum Ort des Massakers von Ponari, etwa 10 Kilometer südwestlich von Vilnius, gebracht, wo sie systematisch erschossen wurden. Weiß' Versetzung nach Vilnius bedeutete eine deutliche Steigerung in seiner Beteiligung an den Gräueltaten der Nazis, und nach seiner Teilnahme an der Operation Gelber Schein wurden auch seine Befugnisse ausgeweitet. Im Frühling 1942 wurde Weiß zum Verbindungsoffizier der litauischen Hilfstodesschwadrone, die bei der Durchführung von Massenexekutionen eng mit den Nazi-Streitkräften zusammenarbeiteten. Weiß beaufsichtigte persönlich 13 bis 15 Hinrichtungen in Ponari. Von 1941 bis 1944 wurden dort über 100.000 Menschen systematisch ermordet, darunter 70.000 Juden, 20.000 Polen und tausende sowjetische Kriegsgefangene. Die Opfer wurden in Viehwaggons in den Wald von Ponari gebracht, häufig mit kaum Wasser und Nahrung und dem Glauben, sie würden dort zum Arbeiten hingebracht. Bei ihrer Ankunft wurden ihnen alle Besitztümer abgenommen. Sie wurden gezwungen, sich auszuziehen und zu riesigen Gruben geführt, die im Wald ausgehoben waren. Frauen, Kinder, Ältere und andere Opfer wurden in Reihen am Rand der Grube aufgestellt und erschossen. Ihre Körper fielen in die Massengräber unter ihnen. Die Tötungen wurden mit brutaler Effizienz ausgeführt. Oft wurden die Opfer vor ihrer Ermordung verspottet und gefoltert, woran die Soldaten sadistische Freude hatten. Diejenigen, die versuchten zu fliehen, wurden wie Tiere gejagt und einige wurden noch an Ort und Stelle in den Zügen erschossen. In einem besonders grausamen Fall wurde eine Frau, die versuchte, mit ihrem Kind zu fliehen, von einer Wache erfasst. In einem Akt äußerster Grausamkeit schnappte er das Kind und schlug den Kopf gegen einen Telegrafenmast, bevor er die Mutter ebenfalls hinrichtete. Während dieser Grausamkeiten befehligte Weiß die Spezialeinheit, führte häufig die Selektionen vor den Hinrichtungen durch, gab die notwendigen Befehle aus, beaufsichtigte die Exekutionen und trug Sorge dafür, dass alle Flüchtenden erschossen würden. Weiß war auch direkt in die Ermordung von Jakob Genz involviert, dem Chef der jüdischen Polizei und ernannten Anführer des Ghettos von Vilnius während der Nazi-Besatzung. Genz glaubte, dass der einzige Weg, das Überleben einiger Ghettobewohner zu verschonen, darin bestand, mit den Nazis zu kooperieren. Er hoffte, durch die Aufrechterhaltung von Ordnung und die Bereitstellung von Arbeitskräften für die deutschen Kriegsbemühungen, könne er die komplette Vernichtung des Ghettos verzögern oder verhindern. Diese Strategie führte zu schweren und moralisch komplexen Entscheidungen, darunter die Beteiligung an Selektionen für die Zwangsarbeit und Deportation, was häufig bedeutete, andere in den Tod zu schicken. Im September 1943 wurde Genz selbst, nachdem er für nicht mehr von Nutzen für das NS-Regime befunden wurde, von der Gestapo, der Geheimpolizei der Nazis, hingerichtet. Weiß war bei den im Ghetto festgehaltenen Menschen berüchtigt für seine gnadenlose Grausamkeit und häufigen Schlägen. Bei einer Gelegenheit erschoss er einen Mann direkt, weil dieser ein paar Kartoffeln und etwas Fisch durch das Ghettotor hatte schmuggeln wollen. Sein brutales und unberechenbares Verhalten bei der Selektion von Juden aus dem Ghetto für die Hinrichtung in Ponari brachte ihm den Spitznamen Weiß das Schwarz ein. Eine paradoxe Bezeichnung, die Dunkelheit seiner Taten trotz seines scheinbar gewöhnlichen Namens widerspiegelt. Nach der Schlacht von Stalingrad im Februar 1943, wo die Deutschen eine bittere Niederlage erlitten, begann sich die Situation an der Ostfront dramatisch zu verändern.
Die deutschen Streitkräfte wurden von der fortschreitenden sowjetischen Armee immer mehr zurückgedrängt. Und die Nazis versuchten immer verzweifelter, die Gräueltaten zu vertuschen, die sie begangen hatten. Im September 1943 sollte Weiß die Arbeit des Sonderkommandos 1005 beaufsichtigen, eine Einheit, deren Aufgabe das Exhumieren und Verbrennen von Leichen in den Massengräbern von Ponari war. Etwa 80 lückenlos überwachte und angekettete Gefangene wurden gezwungen, die Gräber zu öffnen, die Körper herauszunehmen und auf Scheiterhaufen zu platzieren. Danach sollte die Asche durchsiebt werden, um verbleibendes Gold zu finden. Bei einem Ausbruchsversuch schafften es 11 Gefangene zu überleben und schlossen sich den Partisanen an. Allerdings wurde danach eine neue Gruppe Häftlinge angewiesen, die schreckliche Aufgabe der Entsorgung von 80.000 bis 90.000 Leichen weiterzuführen. Diese Gefangenen wurden als Geheimnisträger angesehen und hingerichtet, sobald die Arbeit erledigt war. Weiß blieb bis Juli 1944 in Vilnius, dann floh er mit 25 Mitgliedern des litauischen Hilfstodesschwadrons und versteckte sich, um der Gefangennahme durch die sowjetischen Truppen zu entgehen. Ende April 1945 wurde er verwundet und in ein Krankenhaus in Kopenhagen in Dänemark gebracht, wo ihn die Briten verhafteten. Weiß wurde Ende August 1945 entlassen. Nach seiner Entlassung meldete sich Weiß in Frankfurt am Main und arbeitete dort bis Ende 1945 als Kupferschmied. Während dieser Zeit traf er seine Ehefrau nur sehr selten, stellte die Treffen schließlich ganz ein und änderte seinen Namen zu Ernst Martin. Weiß arbeitete in verschiedenen Berufen und wurde schließlich 1947 Krankenhauswächter im bayerischen Ochsenfurt. Anfang 1949 wollte Weiß Europa verlassen und fragte in Argentinien nach Informationen zu Immigrationsmöglichkeiten. Gleichzeitig beantragte er beim US-amerikanischen Konsulat in München eine Einreisegenehmigung in die Vereinigten Staaten. In der Zwischenzeit hatte das Zentralkomitee der befreiten Juden im amerikanischen Sektor in München bereits Aussagen ehemaliger Ghettobewohner gesammelt, die Weiß des Massenmordes anklagten. Es dauerte allerdings beinahe 2 Jahre, ihn zu finden. Eine Fahndungsmeldung mit seinem Foto, die im Mai 1949 in einer Lokalzeitung erschien, führte zu seiner Verhaftung in Ochsenfurt, wo er nach wie vor als Krankenhauswache arbeitete. Im November 1949 erhob die Staatsanwaltschaft Würzburg Anklage gegen Weiß wegen Beihilfe zum Mord in 30.000 Fällen und direkter Beteiligung in 21 Fällen. Während seines 7-tägigen Prozesses sagten 32 Zeugen aus und die Aussagen weiterer 22 wurden verlesen. Einige Anklagen wurden fallen gelassen, da Zeugen emigriert waren und nicht kontaktiert werden konnten. Im Februar 1950 wurde Weiß zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt, wegen 7 Morden und der Beihilfe zu 30.000 Morden. Im Januar 1971 wurde er vom bayerischen Justizministerium auf Bewährung entlassen und 1977 wurde auch die Bewährung aufgehoben. Während der Jahre der NS-Besatzung wurden fast 200.000 Juden in Litauen ermordet und nur einige wenige Tausend überlebten den Krieg. Der deutsche Historiker Christoph Diekmann hat ein Buch geschrieben, in dem er das Urteil gegen Martin Weiß als, wörtlich, eines, für das Deutsche sich nicht schämen müssten, beschrieb. Es ist dennoch erschütternd, sich vorzustellen, wie sich die jüdischen Überlebenden gefühlt haben müssen, als sie erfahren haben, dass der Mann, der für die brutalsten Massaker in der litauischen Geschichte verantwortlich war, seine letzten Jahre in Freiheit verbringen konnte. Martin Weiß starb am 30. September 1984 im Alter von 81 Jahren in Karlsruhe im damaligen Westdeutschland. Für Martin Weiß wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.